Wir haben über einen Bericht diskutiert vom ZDF, der gesagt hat, dass die höchste Lebenserwartung der Deutschen im Hochschwarzwald liegt, mit über 81 Jahren bei den Männern und über 85 Jahren bei den Frauen. Dann habe ich mich erinnert an Manfred Baumann, der mal eine Ausstellung gemacht hat mit 100-Jährigen. Und so kam einfach die Assoziation, höchste Lebenserwartung, 100-Jährige, die schon fotografiert worden sind, da müssen wir was gemeinsam machen. Das Projekt hier im Schwarzwald ist für mich wirklich ein tolles Projekt. Es schließt an meinem Projekt Live an, was wir vor einigen Jahren fotografiert haben, wo wir mit Menschen über 100 Jahre fotografiert haben. Es war für mich ein sehr back to earth und mit den Menschen zu reden und zu plaudern, sehr interessant. Und natürlich auch fotografisch gibt es einfach sehr viel her, weil diese Person, jede Falte, jedes Grübchen im Gesicht einfach eine Geschichte erzählt. Foto heißt für mich dann, wenn man A, mal länger wie 5 Sekunden hinsieht, B, wenn man einen Blick, wenn man eine Person fotografiert, einen Blick in eine Seele erhaschen kann. Ja, wenn man es auch ein bisschen zeitlos ist, das heißt, wenn man, je öfter man sich das Bild anschaut, immer wieder was Neues darin entdeckt.